So Leute, es geht hier direkt weiter mit der nächsten Folge von Isle of Conquest. Es macht aktuell eine richtig, richtig krasse Laune, das Spiel zu spielen. Level 3 Taktik ist immer noch. Wir können bis hierhin, glaube ich, genau. Bis zur Belohnung von 10.800. Allerdings denke ich mal nicht, dass wir das schaffen werden, weil das einfach vom Schwierigkeitsgrad her sicherlich so stark anzieht. Aber wir machen weiter, so gut wir können. Berater benutzt Speerkämpfer, um Kavallerie zu kontrollieren. Krieg auf der Ebene, 2-3. Hier haben wir einmal Goblins. Diese Truppe vermeidet den Kampf in der Frontline, wenn sie den Feind von hinten zuschlägt. Kann ich schon wieder Dings nicht benutzen. Aber hier muss ich Lanzenträger benutzen. Die kommen hier hin, hier kommen Lanzenträger hin. Ich denke mal, ein Dings werde von Dings nämlich weg. Ein Trupp von Bogenschützen. Ach siehst du, das wollte ich auch noch machen. Ich habe nämlich sehr, sehr viele Einheiten, die ich noch aufrüsten muss. Von den Dings her, weil ich mache ja immer Dings, ne? Dings. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Wenn ich ja mal Stall und so weiter aufrüste, kann man ja die Einheiten auch noch verbessern. Und das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Schon lange, lange nicht mehr. Und so kann ich meine Einheit noch ziemlich krass aufrüsten. Ich denke mal, der Kampf wird... Meinst du, der Kampf sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Oder? Wobei doch, aber meine Einheiten werden die ganze Zeit von diesen hässlichen Schweinereitern abgelenkt. Das ist nicht so gut. Bam! Er macht so einen krassen Damage, ey. Die Helden aufzurüsten ist auch sowas von wichtig, finde ich. Die müssen einfach ein höheres Level kriegen, weil die auch so viele Punkte an Schaden und Leben dazu bekommen. Zack, 5400. Genau, hier. Ne, das ist Transmutieren-Ding gewesen. Hier ist der Außenposten. Hier fängt es an mit Schwertkämpfern. 27, die ich verbessern kann. Jeweils 600 Leben und 600 Schaden. Kostet mich natürlich immer Mithril, aber das ist okay. Das kann ich mir gerade so leisten. 150 von den Schwertkämpfern. 230 Leben und Schaden dazu. Jeweils 19 Gold. Das sind... 170 mal 19 sind wir bei 2.000, 3.000 Gold irgendwie. Können wir aber auf jeden Fall raufnehmen, weil es einfach mich mega stark macht. Die Einheiten in den Festungen, die werde ich nicht aufrüsten. Ach, das war's schon. So, und wir kriegen 806 Schaden dazu. Genau das gleiche bei Bogenschützen. Hier. Puh, ich brauche 162 Kristalle. Oh, ist das teuer. Okay. Und 55 Gold jeweils. Das ist also etwa 4000 Gold und 160 Kristalle. Zack. Und natürlich hier 114 Stück davon. Das sind etwa 2300 Gold. Das ist okay. Aber 80 Leben, 180 Schaden dazu. Auf die Masse gesehen macht es wirklich schon einen Unterschied. Zack. Und wir kriegen noch 1095 Schaden dazu. Und die Pferde, glaube ich, auch noch. Ne, die Pferde nicht. Die Pferde danach, sobald ich es aufgerüstet habe. Ja, damit habe ich meine Dings so ein bisschen stärker gemacht. Mittlerweile 87.000, fast 67.000, fast 68.000 Kraft. Was aber viel durch die Forschung kommt. So, machen wir hier weiter. Wir kriegen eine seltene Magiekarte für alle. Zwei Stück davon anscheinend. Da unten steht eine kleine 2. Menschenkrieg 1. Elementalist bündelt die Mannschaft der Elemente, um dem Feind zu schaden. Elementarmagier greift mit elektrischen Kugeln an, verursachen beim Feind Blitzschaden. Jede elektrische Kugel verringert die aktuellen LP des Feindes um 0,5%. Diese Truppe erleidet durch feindliche Truppen massiven Schaden. Also hat keine Defense. 0. 0. Schwierig. Ich denke, hier brauche ich auf jeden Fall einen dritten Held. Der Speer ist schon mal ganz in Ordnung. Allerdings tauschen die mal bitte die Plätze. Die gehen hier hinten hin. Ich brauche noch einen dritten Held. Nehmen wir mal Vega mit. Auf jeden Fall noch einen so ein. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall noch einen Reiter mit dazu nehmen. Ja. Sieht ganz gut aus.
Versuchen wir die Elementarmagier zu killen. So viel Schaden kriegen die gar nicht ab. Alter, mein Rufio ist immer voll am Sterben. Uiuiui, die machen gut Schaden, ne? Nochmal schön die Elementarmagier einfrieren. Uiuiui, der Rufio sollte nicht in die Magiertruppe des Gegners reinlaufen. Mann, Mann, Mann. So, ich hatte Rufio verloren, 6 davon und 1 davon, das geht aber. So, und dafür kriegen wir, bam, 2 Stück davon, geile Sache. Eine epische Fähigkeitenkarte für alle. Golem-Zerlegung, Berater, Priesterin, Heilen, Verbündete, also erledige sie zuerst. Gut, die sind keine Priester, keine Heiler. Wieder Dunkler, Level 6 Dunkler, 57, das sind die gleichen wie vorhin. Also werden wir hier wieder Speerkämpfer nehmen, sehr viele Speerkämpfer. Wurde gesagt, dass Speerkämpfer ja sehr gut sind gegen die. Und dafür lassen wir die aber raus. Hui, okay. Nehmen wir doch noch einen mit. Okay. Ich kann der Kavallerie nicht vorschicken, das geht ja nicht. Die kommen hier hin, die kommen ein Stück nach hinten. Dann kommen die Schwertkämpfer nach vorne. Genauso wie hier wieder. Kommen auch nochmal ein Packen Schwertkämpfer nach vorne. Zack. Okay, versuchen wir es mal. Eieiei. Ich denke, die Gunst des Sonnengottes ist ja schon ganz gut. Bam, 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 bam. Ach du Scheiße, die machen gar keinen Damage. Das sieht ja sehr, sehr bitter aus, muss ich gestehen. Bam. Ach guck mal, die bleibt stehen während der Zeit. Okay. Das habe ich noch nicht gewusst, dass die stehen bleibt. Ey, was sind das für behinderte Golems, Mann? Verzieht euch. Schneller, schneller. Ah, hat leider nicht mehr gereicht. Okay. Starke Golems, muss man gestehen, ne? Avril geht drauf, leider. Gut, die Golems sind schon mal ein Stück stärker, ne? Muss man gestehen. Ist ja gar nicht da hinten. Erste Golem gleich down. So, hier hinten haben wir natürlich auch noch eine ganze Menge an Einheiten. Aber das mit dem Golem müssen wir noch killen. Und der ist ziemlich heftig. Aber wir haben noch genug Einheiten. Die Husaren versuchen jetzt mal eine Bogenschützen zu killen. Aber sie töten natürlich auch die Gegner easy. Da kommen wir noch ein Stück näher. Das war ein durchaus härterer Kampf, muss man gestehen. Aber ich bin noch nicht an meinem Maximum angekommen. Ich habe noch Gazul, den ich theoretisch benutzen kann. Wow, ich hatte übrigens nur noch 2 Sekunden gehabt. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Alles klar. Schicke Belohnung. Oh, jetzt gibt es 90 Kristalle. Menschenkrieg Nummer 2, das ist ja easy. 6 Priesterin. Ne, 8 Priesterin mal 2. Na, das ist ja wirklich easy. Da brauche ich ja nicht wirklich viel aufwenden, oder? Na, nicht so viel. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3.
Ja, die kommen gleich, aber erstmal will ich die ja noch hinsetzen und dann noch Bogenschützen. Unterdrückungsfeuer! Macht irgendwie nicht mehr so viel Damage, ne? Die versuchen natürlich zu heilen, aber die Priester werden alle getötet. Wie gesagt, kein schwerer Kampf gewesen. Das war absehbar. Dafür gab es jetzt auch nicht so. Na gut, halt, ne? Die normalen Standard hier. Ressourcenbelohnungen, die sehr gut sind. 8 Mana-Tränke. Schildwall 11. Das nervt mich ein bisschen. Die scheiß Lanzenträger. Die kann ich natürlich nicht. Kann ich halt hier nicht viel gegen die machen. Ich kann die Kavallerie nicht benutzen. Machen wir noch eins und das hier noch und meinetwegen hier nochmal. So, ich habe auch. Ich beschütze meine Helden. Aua, 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 aua. Ja, dann steckt der noch. So. Klingentanz ist halt relativ schwach, ne, der Klingentanz bei mir. Der muss ich auch ein bisschen mehr aufwerten. Alter, der geht der, wird der richtig auseinandergenommen, der Rufio. Meine Güte! Der hat ja mal gar keine Chance. Da kommen die Seelen. Die kommen leider mal aus dem Ende des Schlachtfelds. Das ist ein bisschen ärgerlich. Dass die immer so lange brauchen. Aber die machen, wenn sie wirklich mal auf die Gegner kommen, wirklich enorme Damage. 300 pro Seele ist schon krass. Wahrscheinlich auch AOE-Damage, gehe ich mal von aus. Zack. Ach, herrlich, ey. Wir haben so viele Ressourcen, Leute. Aber den Rest will ich trotzdem nicht aufrüsten. Das ist mir alles unnütz. Stadttor, Lagerhaus und Werkstatt sind drei Dinge, die ich halt nicht brauche. 2 Tage und 3 Stunden. Achso, warte mal, danach wird noch was anderes aufgerüstet, ne? Ja, das ist noch eine Warteschlange. Kostet mich nochmal, ich glaube, 17.000. Aber das werde ich auf jeden Fall danach machen. Die Burg, Level 19. Dann kriege ich das Vor-, Wohngebäude, Akademie und die Taktikschule. Dauert allerdings 2 Tage und 3 Stunden, kostet 40.000 Holz. So, Taktikschule machen wir noch weiter. Gehen wir hin. Schwerer Beschuss 2. Langsam wird es dann doch ein wenig kritischer. Berittener, die einfach mal 7000 Schaden haben, wandeln wie ein Schatten über das Schlachtfeld und schlagen im richtigen Moment zu. Ah, das sind leider Bogenschützen. Das ist ärgerlich. Das ist echt. Wow, ist das fett. Ist das ein dickes Feld. Jo, gib mir mal ein Tränkchen. Das wird ein Kompletttrupp wird das. Schwertkämpfer, Schwertkämpfer, Schwertkämpfer. Ups, nee, noch nicht. Ja, die Ex-Mensch ist halt doof, dass die Lanzen haben. Nochmal Schwertkämpfer. Bogenschützen, Bogenschützen, Bogenschützen. Ich werde sie trotzdem hinsetzen, die Kavallerie. Das ist nicht so schlimm. So, auf geht's! Auf sie mit Gebrüll! Bam, 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 ja, die Kavallerie füllt wahnsinnig viel Leben. Dance with me! Alter, Rufio geht so schnell down, das ist abartig. Die seelenlose Plage kommt mal noch fix. Und guck mal, was sie hier machen kann, alles. Die kommen zwar von hinten und werden jetzt von den Seelen getötet. Okay, so viel Damage machen die gar nicht. Ah, doch, jetzt haben sie verloren ihre Moral. Bam! Kostet mich halt lediglich ein bisschen Energie, was ich hier mache. Die Charaktere, oder ich habe ja genug Energietränke mittlerweile. Da kann man ja mal ein bisschen was ausgeben. Ich hätte ein bisschen was verloren. Ein bisschen was. Aber es waren natürlich auch sehr, sehr starke Gegner. Muss man mal zugeben. Als nächstes gibt es eine seltene Machtkarte.
8098 zusammentreiben 2 Elementalist. Ah, Magier, Husan, ich denke mal die gleiche Truppe, das gleiche Team will ich nochmal nehmen. Ja. Erholen, erholen, erholen und erholen. 10.000 Kraft habe ich mittlerweile mal erreicht. Ah, das ist nicht gut. Wofür sollte ich nicht mehr so einfach nach vorne schicken? Oh, ich habe übrigens schon, ja. Ich wollte eigentlich Ende der Folge machen, aber ist egal. Ich denke, die Sehnsüchtige Plage sollte ich eher benutzen in der Taktikschule. Die macht so ein bisschen mehr Schaden, glaube ich. Das ist das Erste, was ich eigentlich benutzen sollte. Mein Dings wird gekillt. Mein Grimm. Bam, badam, 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 badam. Die laufen alle rein hier. Ich denke durchaus, dass ich noch ein bisschen mehr kämpfen hätte. Ein bisschen höher komme von der Kraft her. Wenn ich mir das mal so anschaue, wie viele Einheiten noch übrig geblieben sind. 30 Kristalle, 6600 wieder. Hydra schlechter 3. Uralte und reizbare Kreatur, die sich meist in Fürsten versteckt hätten, leicht zu provozieren. Das ist doch so, warte, ich muss kurz. Kurze Folgeende und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Art of Conquest. Bis dahin. Ciao, Leute.